Ich wette, Sie wissen wieder, wo ich hier hocke. Der letzte Teil der Blumenkohl-Trilogie in diesem Jahr. Nachdem das ja im ersten Satz überhaupt nicht funktioniert hat, habe ich ja nachgesetzt, da gibt es Filme drüber, da und da. Und was jetzt letztendlich draus geworden ist, in diesem Film, bleiben Sie dran. Hallo und herzlich willkommen wieder bei euch im Garten.de/Blog. Man sagt ja, was lange währt, wird endlich gut. Ob das auch bei diesem Blumenkohl so gewesen ist, ich verrate es Ihnen in diesem Film. Ich zeige Ihnen erstmal, was sich hier unter diesem Netz verbirgt. Also jetzt mal abgesehen von dem Unkraut, was da drin ist, wir haben auch Blumenkohl. Da, große. Und wenn wir weitergehen, da ist zum Beispiel einer, der ist noch kleiner. Da wieder einer. Nicht alle haben zu dieser Größe gebracht. Jetzt sind auch einige dabei, wie der hier. Der ist gerade mal faustgroß. Während hier wieder ein Prachtexemplar steht. Hier haben wir nämlich wieder so einen Winzling. Der hat auch im zweiten Versuch nicht besser gemacht. Also alles in allem sieht das nicht so berauschend aus. Jedenfalls nicht so schön wie im letzten Jahr. So was kann sich sehen lassen. Das sieht nicht mehr so gut aus. Ich nehme an, das hat am Regen der letzten Wochen gelegen. Es hat ja nun bestimmt jetzt 4 Wochen dauernd war nass. Hier ist nicht einmal der Boden abgetrocknet. Das ist nicht gut. Aber keinerlei Fraßschäden von irgendwelchen Kohlweißlingen. Hier haben wir wieder einen von der großen Sorte. Also auch im zweiten Anlauf mit Dünger hat das nichts gebracht. Dann fangen wir mal an zu ernten. Aber die Verfärbung ist nicht weiter tragisch. Nur nicht riesig, aber zumindest in Ordnung. Man sieht, der ist frei. Das ist ein Blumenkohl, was? Und noch so einer. Da ist kein Start mehr zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einzig und allein am Boden gelegen hat. Ich schätze mal, da sind viele Aspekte zusammengekommen. Zum einen das Wetter vor allen Dingen, vielleicht zu trocken, da das nicht nur an der Düngung gelegen hat, ist offensichtlich zu nass im Herbst, ja, zu nass jetzt im Spätwinter, zu trocken im Frühjahr. Und im Allgemeinen, ich kann mir ja nicht helfen, aber ich habe den Eindruck, so im Hobbygarten, so wie ich das hier betreibe, je früher die Sachen im Jahr sind, je besser sind die. Man kann zwar immer noch alles nachpflanzen, aber ich habe mit diesen wirklich späten Sachen noch nie so richtig Erfolg gehabt. Das stelle ich immer wieder fest. Ich habe hinten, an einer Stelle habe ich Erbsen, Zuckererbsen nochmal nachgesät. Da sind auch Zuckererbsen dran gewesen, aber ich weiß nicht, die sahen nicht so aus, wie sie sollten. Im Allgemeinen, so früh wie möglich, da ist man auf der sicheren Seite. Ist meine persönliche Meinung. Durch den vielen Regen, das riecht auch alles irgendwie modrig hier. Da habe ich schon bessere Jahre erlebt. Ja,
Eine Portion. Kein gutes Blumenkohl, ja. Sicher, auch daraus kann man noch was rausschneiden. Aber viele braune Stellen da drin, wenn man das sehen kann. Ja. Nicht so, wie ich das gewohnt bin. Vor allen Dingen irritiert mich, warum die so unterschiedlich sind. Ich meine, die haben nebeneinander gestanden. Dieselbe Menge Dünger. Wo liegt der Grund? Also diese braunen, faulen Stellen hier drin, die führe ich eindeutig auf zu viel Regen zurück. Also den kann man eigentlich so, wie er ist, in die Tonne kloppen. Aber so ist das eben. In einem Jahr läuft das alles glatt und im nächsten Jahr geht was komplett daneben. Nicht besonders appetitanregend hier. Ich muss also ehrlich zugeben, da habe ich schon wesentlich bessere Ernten gehabt. Wenn das alles geputzt ist, da bleibt da nicht viel von übrig. Ich denke mal, wenn es nicht so nass gewesen wäre und die wären noch in Ordnung, die hätten nicht diese faulen Stellen da drin, dann wäre da noch ausreichend bei rumgekommen. Aber durch das regnerische Wetter die letzten Wochen, also das wird nicht allzu viel sein, was hier noch bei zu verwerten ist. Meinen gewissen Anspruch habe ich ja auch. Also, zu nass, zu spät, früh, das ist egal, was ich mache. Ich versuche immer möglichst früh mit dieser ganzen Chose durch zu sein. Direkt, wann das möglich ist, mache ich das. Die waren einfach zu spät, nur durch den Fehlansatz da. Im nächsten Jahr auf ein neues. So, Ergebnis Blumenkohl. Da sind noch ein paar Links von mir, da der Link zum Abonnieren. Weiterempfehlen oder auch nicht. Bis dann. Tschüss.